Der Repeater Bounce, der dann zum Helikopter wird. Tab up. Bevor wir jedoch mit dem Helikopter starten können, brauchen wir einen Repeater 3. Das bedeutet, komm mal zu dir, wir starten mit einem Repeater 3. 3. Nochmal, Repeat 3. Ich packe mal meine Arme, dass du siehst, worauf es ankommt, und zwar auf die Beine. Bleib beim Repeater. Nochmal, Repeat. Repeat. Komm mit, Knee, push, 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 Knee. Nochmal, Knee, push, 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 Knee. Das ist der Repeater Bounce. Nimm mal deine Arme mit. Hopp. Push, 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 Knee. Knee. Hopp. Push, push, push. Der bleibt dabei, wird zum Helikopter. Hopp. Push, 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 Knee. Nochmal. Bounce. Und nochmal Knee. Bounce. Komm mit. Dreh dich über links. Wollte schon rechts sagen, rechts. Hopp. Wenn du die Arme mitnimmst, dann kriegst du richtig Schwung. Und dann weiß man auch, warum der Helikopter heißt. Hopp. Push, 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 Knee. Nochmal. And go. Eine noch. Rechts. Und eine noch links. And tap up. Sehr schön. Das war's schon. Ich würde mich freuen, wenn dir das Tutorial weitergeholfen hat, dass du auch bald schon die schwersten Choreografien schaffst. Falls es dir gefallen hat, lass doch einen Daumen hoch da, abonniere mich oder schick mir doch mal einen Kommentar, ob es dir gefallen hat oder welche Schritte du dir sonst noch so wünschst. Vielen Dank!